So, howdy ho, hier wieder Aki Fell mit einem weiteren Filmreview für euch, und zwar The ABCs of Death. Und hier berufe ich mich dann auf mein ursprüngliches Review, das ich mal geschrieben habe. Könnt ihr bei der Online-Filmdatenbank nachlesen. Ja, was will man großartig zu The ABCs of Death sagen? Dass ein solches Konzept von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? Ich meine, 26 Kurzfilme in einer Anthology, das macht selbst bei 2 Stunden Spielzeit keine 5 Minuten pro Episode. Und ja, im Ernst, dass immer 5 Minuten schon großartig zeigen, dass irgendwo auch nur annähernd eine spannend und stringent erzählte Geschichte bietet. Ja, darüber hinaus werkeln hier 26 Regisseure mit einem Minimalbudget von $5.000 für ihren Buchstaben. Ich glaube sogar 27 Regisseure, ist aber auch jetzt scheißegal. Zugegeben, ich stecke heutzutage echt nicht mehr im aktuellen Geschehen um den Horrorfilm drinne, was auch daran liegt, dass gefühlt wesentlich mehr produziert wird, als noch zum Beispiel vor 10 Jahren, als ich mich wirklich intensiv mit jedem Horrormüll, also wirklich Müll, auseinandergesetzt habe. Und das dann gerne auch bei der Online-Filmdatenbank unter dem damaligen Nickname The Mole in Reviews gefasst habe. Ne? Hatte den Account dann aus gewissen Gründen auch man stand dann auch irgendwann, weil man ja ein bisschen erwachsener geworden ist, nicht mehr so ganz hinter den Reviews, konnte das nicht ganz so einfach bearbeiten damals, und dachte ich denn lieber Neustart. Ja, außerdem haben auch einige Reviews, die ich dann wirklich recht früh geschrieben habe, ja, meinen eigenen Standards nicht mehr genügt. Und dann, bevor ich einzelne lösche, kann ich auch gleich alle löschen, egal ob man damals unter den Top 10 Rezensenten war oder nicht. Naja. Egal, deswegen sagen mir halt, deswegen erzähle ich das, viele Regisseure auch von The ABCs of Death, ja, genauso wenig wie ihre bisherigen Werke. Ein Umstand, an dem sich durch The ABCs of Death garantiert nichts ändern wird, denn was so manch einer hier mit den $5.000 anstellt, ja, das hätte jeder User der Online-Filmdatenbank, jeder Schnittberichte.com-User oder User aus irgendwelchen Foren, die mit Filmen gar nichts zu tun haben, für die Hälfte des Budgets besser hinbekommen und dabei $3.000 Gewinn gemacht. Trotzdem, man ist ja neugierig und gibt dem Ganzen eine Chance. Ne? Fangen wir von vorne an. Bevor ich von vorne anfange, diesmal gibt es dann keine tollen, super fancy gemachten. Es tut mir leid, dass ich keine Programme verwende, die sonst wie viel Geld kosten dafür. Ich mag es außerdem ein bisschen trashig. Finde ich halt einen eigenen Charme. Es gibt denn keine großartigen Dia-Shows oder Bilder, die dann überblenden oder so weiter und so fort. Einfach weil, was will man das bei diesen Filmen da sinnvoll machen? Aber gut, fangen wir wirklich diesmal jetzt von vorne an endlich. Und zwar mit A wie Apocalypse von Nacho Vigalondo, der Time Crimes gedreht. Eine Frau ermordet in diesem Kurzfilm ihren bettlägerigen Mann. Kurz vor der Apokalypse. Gibt es hier 1-2 ganz nette Effekte, aber das macht halt keinen guten Film, auch keinen guten Kurzfilm. Also ist kurz, belanglos, nicht mehr, nicht weniger. Und dann kommt B wie Bigfoot von Adrian Garcia Bogliano oder Bogliano, wie auch immer. Bietet zwar nicht wirklich Effekte, dafür versucht er schon ein bisschen Story und Atmosphäre aufzubauen und die Geschichte um die Bedtime-Story, hinter der mehr Wahrheitsgehalt steckt, als die beiden Erzählenden vermuten, boah, ist in Ordnung. Das ist auch sehr lobenswert gedacht, ist sicherlich nicht schlecht gemacht und gedacht, verpufft aber dann doch relativ. Ernesto Diaz Espinosa, C wie Psycho, ist dann das erste Beispiel für, was hat der denn mit den restlichen 4.500 gemacht und warum gibt man ihm überhaupt $500 für so einen Dreck? Ist das ideenlos? Das sieht wirklich beschissen aus, als ob er mit seinem Handy da rumgerannt ist und so gefilmt hat. Und ja, hätte man dankend drauf verzichten können. Stinker, Stinker, Stinker. Mit D wie Dogfight, da liefert Marcel Sarmiento dann etwas ab, das versöhnt, stimmt einen erstmal wieder versöhnlich, also mich zumindest. Über den Sinn oder Unsinn des Kampfes zwischen Mann und seinem besten Freund, seinem Hund, in einer schmuddeligen Arena. Aber man kann streiten,
Aber das ist mit der ganzen Optik und der permanenten Extremzeitlupe, also Super Slow-Mo, definitiv interessant inszeniert und ist nicht genial, wie manch einer das meint, aber sehr versiert gemacht und irgendwo doch sehr interessant. Das kann man von Angela Bettis eh wie Exterminate nicht behaupten. Die Schauspielerin hat eine durchaus ulkige Prämisse, also Angela Bettis ist ja eine Schauspielerin eigentlich, die hat eine durchaus ulkige Prämisse um eine Spinne, die sich an einem Mann rächen will. Ja, die spult das aber sehr witzlos und ohne nennenswerte Höhepunkte herunter. Von daher, na, Nobura Iguchi, der Mann hinter Trash-Highlights wie Robo-Geisha zum Beispiel, na, oder Zombie-Ass, der war glaube ich auch von ihm. Und er hat dann mit Fart, F wie Fart, das sagt alles, F wie Furz, funktioniert auch im Deutschen, das erste Episödchen, das man einfach nur mit dem Prädikat besonders skurril ja, bezeichnen kann, oder? Das ist nicht mal zwangsläufig trashig lustig, wie seine eben genannten Werke, oder halt auch Machine Girl oder Mutant Girl Squad von anderen Regisseuren, wo er allerdings auch seine Finger im Spiel hatte. Gerade bei Mutant Girl Squad hat er seine Finger auch im Spiel. Das ist in erster Linie skurril. Wenn man es alleine guckt, ist es wirklich skurril. Seltsam und strange. Also seltsam, strange ist das letzten Endes dasselbe, aber ich wollte es nochmal betonen. Mit einer lustigen Runde, die dann auch einiges an Cocktails trinkt, wir hatten es ausprobiert, ist das natürlich ein absoluter Partyknaller, weil es einfach so herrlich bescheuert ist. Aber alleine ist es einfach erstmal so ein bisschen... befremdlich. Kann man gar nicht mehr wirklich bewerten. Ist irgendwo ja, so eine Art Guilty Pleasure oder naja. Wenn man das lustig findet, schämt man sich eher dafür. Aber scheiß drauf. Es macht schon Spaß, die Episode. Gerade im guten Kreis. G wie Gravity von Andrew Trauki ist Found Footage Gülle. Und das sage ich nicht, weil ich Found Footage allgemein nicht so gut finde, sondern es ist wirklich Gülle. Richtig scheiße. Weil man hat Found Footage selten trauriger erlebt. Ich meine, ohne Witz, ich kann mich auch mit einem Surfbrett und einer Kamera, die halbwegs wasserdicht ist, aufs Meer hinausschwimmen. Nicht mal Meer, Strand hinausschwimmen. Und zack. Und dann kennt er ich. Wow. Und oh, etwas unter Wasser filmen wir auch nochmal. Dann taucht das Surfbrett nochmal auf. Man zeigt, wie es im Wasser treibt. Und für wirklich den miesesten Beitrag zum Thema Found Footage, den ich je gesehen habe. Also das war sogar noch ein zu enthusiastisches Klatschen und nicht sarkastisch genug. Ich kann das gar nicht. Also guckt euch Heath Ledger als Joker an mit Bum Bum. Das trifft es so ziemlich genau, was ich von dieser Episode halte. Das ist also... Boah, meine Herren, das ist... das kann ich mit keinem... wenn man mir eine Kamera kauft, kann ich das auch drehen. So ist es nicht. Thomas Kaplan Mulligan beschert uns damit H wie oder H wie Hydroelectric Diffusion den zweiten sehr skurrilen Beitrag. Hat auch einen sehr skurrilen Titel, aber egal. Sein Tom und Jerry trifft Nazi-Ploitation-Kram mit Tierkostümen ist schräg beschört und überdreht und genau daher auch so spaßig und irgendwie voll meine Wellenlänge. Das ist so beknackt, das macht Spaß. Ja, I wie Ingrown oder eher I wie, ich werde das Gefühl nicht los, dass Regisseur Jorge Michael Grau, Wir sind, was wir sind, er ist ja ein bisschen bekannter, der Film, hier irgendwie poetisch oder intelligent wirken will, was als Titel, ja, das ist natürlich ein bisschen unhandlicher Titel, das Ganze, was ich da gesagt habe. Nun ja. Das ist schon wieder so ein Totalausfall. Eine Frau sitzt gefesselt in der Wanne, ein Kerl injiziert ihr was, sie kratzt sich blutig auf und kotzt und stirbt. Ja, das, dabei gibt es noch ziemlich, meiner Ansicht nach, sinnfreie Kommentare von ihr aus dem Off. Ja, und da ist mir die Furzorgie definitiv sympathischer und macht, dass ich das mal sage, fast schon mehr Sinn. Vielleicht hat er sich dabei was gedacht und ich habe einfach nur das gesehen und ich wollte nicht drüber nachdenken. Keine Ahnung. Nicht meins. Ne, und das Gleiche gilt auch
also dass das sympathischer ist als Ingrown. Sehr sympathisch ist auch Judai Jamaguchis, der hat ja Meatball Machine gemacht und irgendwie ist hier eh das Who des Japano Splatter Trashs vertreten. Sein JG Jidai Geki, der zeigt eigentlich ganz so nach Plan verlaufendes Seppuku-Ritual. Und es ist nicht ganz so skurril wie F, aber dafür mit seinen obskuren Masken, also auch wirklich zum Totlachen. Und wenn man es alleine guckt, nicht einfach nur seltsam. Also das ist wirklich... Ja. K wie Klotz. Okay for Klotz. Heißt es für Anders Morgenthaler heißt da. Hätte man auch K wie Kot nennen können. Denn hier kämpft eine Zeichentrickfrau gegen ein Häufchen, das sich partout nicht runterspülen lassen will. Ist auf jeden Fall ganz nett gezeichnet und ich gebe es einfach mal zu, genauso trashig, unterhaltsam, wie es grenzdebil und bescheuert ist. Also ist auf jeden Fall lustig. Ist auf jeden Fall lustig, kann man sagen. Naja, in der FSK-Fassung, und da will ich glasklar nochmal sagen, danke, dass das Fund damals so niedrig war und die, bevor irgendwas indiziert war oder sonst was, eine schöne Blu-ray aus England, wäre sowieso wesentlich günstiger als die deutsche Fassung. Da fehlt Timo Tjahantos Elvi Libido komplett und es verwundert wenig, denn dieser erzwungene Wix-Wettbewerb zu Perversitäten vor maskiertem Publikum fällt schon in das Genre Torture-Porn. Und ist nicht nur mit kranken Ideen bestückt, sondern auch mit heftigen Splatter-Szenen, was bis hierhin übrigens nur A und I wirklich Ansatz geboten haben, also wirklich Splatter. Libido ist definitiv eine der besseren Episoden, aber das heißt nicht, dass sie gut ist. Also umhauen tut mich das auch nicht, dafür ist es denn, vielleicht hat man sich da auch wieder was Schönes bei gedacht, ist auf jeden Fall... schön krank, schön pervers, aber nicht gut. Von daher, naja. Von T. West oder Ty West oder was auch immer, der unter anderem The Innkeepers und einige andere hochgelobte Filme gemacht hat, VHS auch, habe ich halt, VHS habe ich gesehen, The Innkeepers habe ich gesehen, einige andere seiner hochgelobten Filme halt nicht. Und dann halt noch MV Miscarriage. Der Titel verrät letztendlich, worauf es hinausläuft. Denn seine Episode ist wirklich extrem kurz und lässt keinen Rückschluss darauf schließen, ob der Mann irgendwie Talent hat oder nicht. Denn die Idee einer panischen Frau vor verstopftem Klo, irgendwie spielen in diesem Film Klos allgemein eine große Rolle, Nase juckt grad, zu zeigen, die dann einen Pümpel sucht, um die, und jetzt verrate ich die Pointe, was der Titel nicht sowieso schon getan hat, eine Totgeburt endlich runterspielen zu können, läuft, wie gesagt, auf eine Pointe raus, was man auch nicht bei jeder Episode hier wirklich sagen kann. Sie kommt schnell zum Punkt, kann man auch nicht über jede Episode hier sagen, ist aber letztendlich, das ist einfach richtig geschmacklos und es ist nicht so witzig, wie Herr West sich das wohl gedacht haben mag. Und ich meine, ich denke mal, da hat er sich 4.750 Euro als Gage selbst gegeben und der Rest ging für die Darstellung drauf, weil diesen Kurzfilm hätte ich sofort in meiner Wohnung hier auch drehen können und für 5.000 Dollar würde ich das sogar tun. Na? Und sind wir ehrlich, The Innkeepers war ganz gut, VHS war nicht so ganz mein Fall, aber weshalb gerade Ty West so als große Hoffnung für das Horrorkino gilt, vielleicht habe ich die falschen Filme gesehen, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen und diese Episode, die zeigt halt auch wirklich, dass er anscheinend auch zu Totalausfällen neigt. Aber gut. Envy Nuptials von, um Gottes Willen, Banjong Pishantanakun. Läuft auch recht pointiert ab und ist letzten Endes ein etwas zu lang geratener Witz um einen Papagei, der mehr sagt, als seinem Herrchen gut tut. Ja, ist trotzdem ganz unterhaltsam, wie gesagt, es ist ein Witz, den man erzählt, bloß halt ein bisschen länger. Aber naja, okay. Ist in Ordnung und auch wirklich fast schon einer besseren Episoden. Aber gut, widmen wir uns Bruno Forzani und Helene Cattet.
Wahrscheinlich falsch ausgesprochen wie sonst was, aber scheiß drauf. Die zelebrieren in O wie Orgasm dann schlichtweg eine nett anzusehende, stilsicher, inszenierte Bilder. Aber ja, mit dem Film hat das irgendwie wenig zu tun. Das sieht halt gut aus. Und das war es dann auch mehr oder minder. Und da muss ich glasklar sagen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das sind ja auch die beiden, die sich für welche Filme haben sie sich noch verantwortlich gezeigt? Ich glaube, Amer und Der Tod war ein rote Tränen. Ja, Amer. Der Tod war rote Tränen, die beiden Filme, waren auch von den beiden. Und das merkt man, denn diese beiden Filme, Armee habe ich nicht gesehen, aber man merkt, dass Der Tod war rote Tränen auch von den Leuten hier ist, denn das ist so Style over Substance, da drehen sich 20 tote Giallo-Regisseure im Grab um. Denn, nun ja. Aber im Gegenteil zu Simon Rumley und P wie Pressure, denn der bietet nicht nur schön anzusehende Bilder, denn um die Miete für sich und ihre Kinder oder Geschwister oder sonst was zahlen zu können, spielt eine Frau in Pornos mit, in denen sie kleine Kätzchen in High Heels zertreten muss. Ich sag mal so, es gibt genug ähnlich geartete kranke Scheiße, dass es sicherlich nicht nur ein Höhengespenst ist. Und ja, Rumley will damit vielleicht sogar eine Aussage tätigen. Es ist per se ganz gut inszeniert, kommt ohne grafische Effekte aus, ist auch nicht sonst wie aufgedunsen und künstlerisch überdreht wie wie Orgasm zum Beispiel. Ist aber letztendlich ist PV Pressure auch nur ganz in Ordnung, da für wirkliche Kritik, um das richtig auszuweisen, worum es da geht, hätte es hier denn doch mehr Zeit bedurft. Also, ja, so in Ordnung, mehr nicht. Q wie Quack von Adam Wingard, den kennt man, der beschreibt halt, diese Episode beschreibt seine Odyssee, was man denn mit diesem blöden Buchstaben Q machen kann. Die Idee und Umsetzung, die sind zwar durchaus leidlich charmant, letztendlich ist es aber eher Q wie Quark, weil nicht Quack wie Quark, weil es schon ein bisschen, ja. Aber okay, gibt schlimmere Episoden. Von Wingard hätte ich mir aber ein bisschen mehr versprochen. Srdjan Spasojevic, der Wertherr, der ja auch schon einen Serbian-Film gedreht hat, ist mit R wie Removed besser bedient. Also mit dem Buchstaben wusste er, was anzufangen. Und der Film ist sehr rätselhaft. Der hat auch so einige Effekte. Wirklich etwas sagen tut er einem aber auch nur bedingt. Überzeugt nicht wirklich, aber Spasojevic hat halt wie schon in seinem Serbian-Film ein gutes Gespür für dreckig bedrohliche Atmosphäre. Und ja, ich denke mal, wenn man das noch ein bisschen besser, ein paar Minuten länger ausspielen hätte können, wäre auch noch ersichtlicher, dass er sich dabei wahrscheinlich sogar was gedacht hat. Gut. S wie Speed von Jake West wirkt grindhausig, ist mit seiner platten Symbolik, dass Junkies in einem Wettlauf mit dem Tod sind, sicherlich nicht mal der anspruchsloseste Beitrag, was so einiges verrät, ist aber irgendwo gänzlich belanglos und bietet auch nicht viel Unterhaltungswert, die Episode. T wie Toilet, das Leitmotiv des Films. Toiletten, Klo, Furz, Fäkalien, also zieht sich wirklich durch den Film. Von Lee Hardcastle ist durchaus einfallsreich, leidet aber an den unsympathischen Knetfiguren. Ich mag Knetfiguren einfach nicht, deswegen kann ich auch mit Wallace und Gromit nie was anfangen. Meines Wissens sogar haben TV Toilet damals ausgeschrieben für junge Filmemacher, die sich einen Platz in diesem Film ergattern wollten. Ich glaube, das war Lee Hardcastle, der es gewonnen hat. Egal, ist trotzdem ein ganz nett böser Beitrag und ganz passabel. Leider nur diese Knetfiguren sind hier sehr unsympathisch. So, dann kommen wir zu Uwe Unearthed. Und in dem wohnen wir dank Ben Wheatley einer Vampirexekution aus der Sicht eines Vampirs bei. Ist gut gemeint, ist ganz souverän umgesetzt, aber auch belanglos. Ja, jetzt kommen wir zu V wie Vegetus. Und der Titel klingt ja nun mal wirklich bescheuert.
bildet meiner Ansicht nach überraschenderweise sogar den besten, wirklich besten Beitrag. Kare Andrews Film, der sieht nicht nur nach einem bedeutend höheren Budget aus, also dass er das mit $5,000 hingekriegt hat, das ist Hut ab. Der Kurzfilm ist auch sehr splatterig, hat eine ordentliche Atmosphäre und ein gut erdachtes Setting. Und ich sag mal so, zwar kann man in dieser dystopischen Zukunftsvision schwer ausgefeilte Kritik unterbringen, sind halt auch nur 5 Minuten, aber die Grundidee gefällt. Und hier hätte ich gern wirklich 20 Minuten gesehen oder noch mehr. Fehlt übrigens in der FSK-Fassung auch, wohl da ein Kind mit drauf geht. Nicht mal sonderlich grafisch oder explizit auf das, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber wie gesagt, das macht die SFK anscheinend nicht. Wie WTF oder halt What the fuck? Ja, das trifft's. Das ist John Schnapps Beitrag zu dem Ganzen und ja, es ist quasi ein Brainstorming, das außer Kontrolle geht, oder gerät. Sehr viel abgedrehter Schwachfug drinne, von irgendwelchen Zombie-Clowns bis hin zu sonst was. Und in den einzelnen Ideen ist es zwar definitiv witzig, aber im Gesamten wohl auch bewusst so gemacht, aber mir persönlich zu überladen und zu unfokussiert und einfach zu wirr. Sonst wäre es aber ganz cool. Hätte er sich vielleicht mal auf eine Idee fokussieren können. Aber gut. XVXXL von Xavier Gens, den wir ja durch Frontiers kennen oder auch Hitman. Das ist definitiv der blutigste und auch der härteste Beitrag. Ja, also da kann man auch Elvi Libido gegen einstampfen. Ja, hier kann man natürlich den eventuell kritisch gedachten Grundgedanken sehr schnell ausmachen. Und dieser wird natürlich intensiv ausgearbeitet hier. Aber man merkt dieser zweitbesten Episode schon an, dass da jemand hinter der Kamera steht, der weiß, was er tut und aus $5,000 einiges rausholt. Fehlt wenig überraschend in 22 Ways to Die, der FSK-Fassung, einfach weil, ich meine, es ist eine übergewichtige Frau, die sich nicht runterhungert, sondern dünn schneidet. Also, man merkt schon, sehr, sehr harter Tobak. So, sind wir fast schon durch. Jacob Hobo with a Shotgun Eisner liefert mit Y wie Youngbuck einen weiteren Beitrag der Marke Skurril. Nicht mal die Geschichte so abwegig ist. Geht um die Rache eines missbrauchten Schuljungen an dem Hausmeister, der ihn da missbraucht. Aber man muss es sich jetzt so vorstellen. Grelle Farben. 80er Musik, richtig schön 80er Upbeat. Pop. Und was kommt dazu? Das wirkt so derbe deplatziert bei diesem Hausmeister, der Jungs gern hat und den Schweiß von der Holzbank im Sportunterricht ableckt. Ui, das ist so strange und so abgefuckt und so kaputt. Das ist nett gemacht und irgendwie eine der besten Episoden. Fehlt natürlich wegen der Thematik um einen missbrauchten Jungen anscheinend auch in der FSK-Fassung, aber diese Episode ist wirklich auf die herrlichste und positivste Art skurril, wie es skurril sein kann. Ich sag, der Hausmeister leckt in Zeitlupe zu 80er Jahre Upbeat-Popmusik den Schweiß der Jungen von der Bank in der Sporthalle. Also, wie gesagt, Eisner, wenn er das geschrieben hat, der muss wirklich durchgedreht sein. Mag ich. Komplett Banane. Banane, ja. Z wie Zetsumetsu von Mr. Japano Splatter Trash himself, Yoshihiro Nishimura, der unter anderem verantwortlich war für Tokyo Gorpolis, Helldiver, Mutant Girl Squad, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl und wer weiß, was er in letzter Zeit wieder so getrieben hat. Das ist wirklich abgedrehter als alles, was er vorher abgeliefert hat und ich mag seine vier großen bekannten Splatter-Trash-Granaten, insbesondere Tokyo Gorpolis und Vampire Girl vs. Frankenstein Girl oder Frankenstein Girl vs. Vampire Girl, ich komme da immer durcheinander. Nur egal, was er hier genommen hat, wahrscheinlich den auch so Schweiß von Jungen, weil wer weiß, wie sowas wirkt, auf den Hausmeister aus Youngbuck scheint es komische Auswirkungen gehabt zu haben. Egal, was er genommen hat, ohne ist er besser.
Ein Zetsumetsu ist eine wirre Mischung aus Riesendildos mit Katana-Klingen, Reis, Sperma, Blut, Hakenkreuzen, Penissen, Titten und was weiß ich was. Also das ist skurril und abgedreht. Ist von der trashigen Treffsicherheit nicht so stark wie seine anderen Werke, aber das ist auch so diese Episode, wo man da sitzt und sich so denkt, what the fuck? Also mit W, what the fuck, hätte er genau denselben Kurzbeitrag drehen können, hätte genauso gut gepasst. Das sind die 26 Beiträge. Man merkt, der eine oder andere hat mir gefallen. Einige haben mich geradezu richtig so geflasht. Aber ja, vieles war mittelprächtig und anderes war unbewertbar seltsam oder einfach nur wirklich für die hier so oft vorkommende Toilette. Ja, am Ende bin ich wirklich ratlos, denn für wen ist denn der Film jetzt gedacht? Horroratmosphäre gibt es eh nur in ganz, ganz wenigen Episoden und selbst da auf neuen Ansätzen. Gesplatter für den Gorehound gibt es selten, nur in wenigen Episoden. Und warum sollte jemand, der wahre Horrorperlen mit Gewaltspitzen schauen kann, wegen den wirklich heftigen, blutigen Episoden L, R, V und X sich diese Anthology holen? Unterm Strich würde ich eh nur Episode D, Episode H, Episode J, Episode K, Episode V und X als wirklich gut bezeichnen. Skurrilitätsbonus gibt es wirklich für F und Y. Und ja, Z und W auch, weil die sind mir ein bisschen wirr, aber okay, die kriegen auch noch ein bisschen Skurrilitätsbonus. Episode R ist nicht uninteressant, aber der Rest ist bestenfalls okay, aber insgesamt bleibt es belanglos. Oder es gibt sogar einige richtige schlechte Episoden wie C, E, G, I und M. Ja, und allgemein fehlt dieser Anthology ein richtiges Konzept. Oh ja, es geht um Tod. Ne? Ihr habt dann Buchstaben, gibt einen tollen Titel, man nennt es A wie weiß ich was. Und ja, beschäftigt euch mit dem Tod. Das ist so vage. Deswegen gibt es Splatter, es gibt kritische Ansätze, es gibt verrückten Humor, es gibt guten sowie nur überdrehten Trash und langweiliges Füllmaterial. Nirgendwo ist eine richtige Grundidee, wie, weiß ich, Vorlage Edgar Allan Poe, Vorlage H.P. Lovecraft, Gruselgeschichten, nur lass uns einfach drauf losblättern, oder meinetwegen Found Footage. Nirgendwo ist da die Grundidee ist der Tod im Horrorgenre. Wow. Ne, also deswegen, The ABCs of Death hinterlässt einen derart unhomogenen Eindruck, dass ich am Ende wirklich ratlos bin. Und dank der überzeugenden Episoden kommen wir noch zum Urteil, dass man sich diesen Film anschauen kann, aber er letzten Endes nur mittelprächtig ist. Nur wirklich gerecht wird es keine einzelne Episode, weil man hat wirklich Ausreißer nach unten, die man skippen kann. Man hat tolle Episoden, die man sich anschauen sollte als Horrorfilm-Fan. Ja, aber wie gesagt, komplett unhomogen, all over the place und man kann es nicht gerecht bewerten. Deswegen, wie gesagt, schaut euch lieber den besseren zweiten Teil an. Der erste kann man für Komplettisten durchaus empfehlen, aber sonst sei es drum. Ah, und das war's dann auch schon wieder für heute. Wie gesagt, seltsamer Film. Nur könnt ihr auch mal sagen, welche Episoden eure liebsten Episoden waren, ob ihr den Film toll fandet, ob ihr ihn komplett beschissen fandet. Dafür ist die Commentary-Section da. Würde mich riesig freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst, dass man da offline auch ein bisschen diskutieren kann. Ich werde mich jetzt erstmal wieder meinen Marathon weitermachen und noch ein, zwei andere Sachen, Reviews aufnehmen und ja, die seht ihr dann sicherlich später. Bis denn!